Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3, Götterdämmerung. Erstmal Pause machen. Geh jetzt besser. Loi, Störe mich nicht. Du kannst mich gleich mal ablösen. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Okay, hier kann ich nicht weitermachen, mit den Leuten reden. Wir haben aber sehr viel Fleisch bekommen von dem einen Typen. Ich will mal was gucken. Ob wir in der Lage sind, nach Dings zu gehen. Nach Nordmar. Da oben gab es ja einen Weg nach Nordmar. Oder ob es versperrt ist. Auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht speichere ich einmal vorsichtshalber, bevor ich da hochgehe. Würde mich aber interessieren, ob der Weg möglich ist. So. Gibt es hier oben überhaupt jemanden? Hier ist niemand. Was ist das? Gleich dreimal. Alter, das sind Gargoyles? Ja, bitte bleib da stecken. Bitte bleib da stecken, ja? So, bitte. Okay. Aber der Weg ist versperrt. Der sieht eingestürzt aus. Also wir kommen nicht nach Nordmar. Und hier sind einfach mal drei Gargoyles. Die wie Drachen aussehen, ja. So, hier nehme ich auch mal wieder alles mit. Hier haben wir noch ein Pult. Hier steht nichts Neues. Hier haben wir drei Truhen. So, noch mehr Muni. Und noch mehr Muni. Okay, hier oben gibt's nichts. So, einmal kurz speichern.
Und hier oben ist auch niemand. Das heißt, wir können hier dann in aller Ruhe alles mitnehmen. Und wir werden dafür nicht behelligt. So, noch mehr Dietriche, nice. Hier ist auch eingestürzt. Okay, also Nordmar ist von Myrtana abgeriegelt. Vermutlich auch Varant ist abgeriegelt. Ja gut, gehen wir dann mal nach Vanguard. Besuchen mal Lee und fragen mal, was bei ihm so abgeht. Hallo, du siehst nicht gerade glücklich aus. Das ist überhaupt kein Ausdruck. Ich bin stinksauer. Auf wen? Mein Mann. Ich hoffe, ihm fault der Kopf ab. Was ist denn los? Bevor ich ihn geheiratet habe, hat er versucht, mich mit seinem Reichtum zu beeindrucken. Gold, Edelsteine, schöne Kleider. Und dann? Und dann haben wir geheiratet. Und plötzlich war es aus mit den Geschenken. Mein Mann ist ein schrecklicher Geizhals. Er hortet sein Geld und ich sehe absolut nichts davon. Ich muss sogar arbeiten gehen. Ich bin dermaßen wütend. Tut mir leid, das zu hören. Na, wenn es dir so leid tut, dann hilf mir doch. Und wie? Und wie? Ich will, dass du meinen Mann umbringst. Als Belohnung kriegst du auch was von seinem Gold. In Ordnung. In Ordnung. Töte Geralt. Wer ist Geralt? Das sind nur Händler. Kümmern wir uns später drum. Katzes Truhe. Garek's Truhe. Kümmern wir uns später drum. Ich will jetzt erst einmal nach Vanguard. Holzverlags nehme ich mal mit. Habe ich jetzt eigentlich eine bessere Waffe bekommen, die ich auch tragen kann? Tatsächlich, ich kann das Breitschwert nutzen. Das kann ich noch nicht nutzen, aber das wenigstens. Bleiben wir erstmal dann beim Breitschwert. Bonus Talent Orktöter, aber den Orktöter brauche ich nicht. Nochmal kurz speichern. So. Dö, 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 dö. So, die Barriere muss da eigentlich schon weg sein, oder? Also Vanguard müssten wir jetzt ganz normal betreten können. Warum sind hier Nashörner? Ein grünes Nashorn ist auch noch da, okay. Da ist keine Barriere drum. Das heißt, wir müssten das einfach so betreten können, ne? Was macht ein Ogre hier? Wie sieht's aus? Wir haben 40 Lernpunkte. Stufe 21 jetzt schon. Es sieht aber wirklich so aus, als können wir Vanguard ganz normal wieder betreten. Was heißt wieder? Also, es
Könnten wir es normal betreten? Lass mich in Ruhe. Was willst du? Nichts, ich will hier einfach nur vorbei. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Es ist auch wieder ein bisschen aufgebaut. Was kannst du mir über Lee sagen? Er ist ein harter, aber gerechter Herrscher. Wir fürchten Lee, aber wir respektieren ihn auch. So, ich drehe mal ein paar Sachen an. So, komm, den Orkschlechter, das Schwert, das darf er haben, das darf er haben. Machen wir einen Goldausgleich. So, wir sind jetzt bei 15.000. Kümmer dich besser um deinen Kram. Was willst du? Ich hätte gern kompletten Paladin-Set. Hattet ihr in letzter Zeit Probleme mit den Orks? Nein, sie haben Angst vor uns und lassen uns deshalb in Ruhe. Warum halten sich die Orks von Vanguard fern? Als die Orks die Stadt das letzte Mal angegriffen haben, mussten sie eine herbe Niederlage einstecken. Sie werden das nicht nochmal riskieren. Hat er einen Namen? Paladin heißt er einfach nur. Paladin? Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um deinen Kram. Okay, ich finde es schön, dass Vanguard wieder aufgebaut wurde. Also, Lee ist nicht auf der faulen Haut am Rumliegen gewesen. Ich weiß, Mann. Jäger? Bürger? Glaubst du wirklich? Ja, kann dir doch egal sein. Hast du nichts zu tun? Als wenn das so einfach ist. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Okay, mir fehlen Schmiedebaupläne. Nein. Und Klingenschärfen als Talent. Okay. Kümmere dich besser um deinen Kram. Erstmal Pause machen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich in Ruhe. Ja, gut. Was willst du? Hast du nichts zu tun? Beim Magier handeln? Stör mich nicht. Novize? Interessant. Uninteressant. Na, aber ernsthaft, wo sind eigentlich, also, Lee ist hier. Torus haben wir schon gesehen. Wo ist Laris? Wo ist Diego? Wo ist Milton? Wo ist Lester? Und Gorn soll ja hier vorkommen. Wo ist Gorn? Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um deinen Kram. Was willst du? Gab's viele Angriffe auf die Stadt? Wir haben aufgehört zu zählen. Ich wünschte, der Krieg wäre endlich vorbei. Verstehe. Keine Sorge, die Dinge werden sich bald ändern. Ach, das haben sie auch gesagt, als vor ein paar Jahren dieser Xardas verschwunden ist. Nichts wird sich ändern. Und jetzt lass mir die Ruhe. Dieses Gerede vom Krieg macht mich ganz krank. So, Jäger. Und es kommt Bürger. Bürger, Bürgerin. Das Holz brennt gut. Das Holz brennt gut. Hier gibt es Schweine. Noch ein Bürger. Ich bediene mich mal an die Truhe. So, das nehmen wir auch mit.
Ja, aber es ist schön, Vanguard heile zu sehen, also repariert. Einigermaßen repariert, besser gesagt. Du solltest jetzt gehen. Kümmere dich besser um deinen Kram. Hast du irgendwelche Orks in der Stadt gesehen? Einige. Ich verstecke immer meine Waren, wenn sie auftauchen. Die Penner nehmen sich einfach, was sie brauchen, ohne zu zahlen. Scharfrichter-Axt? Krusch-Spalter? Kann es sein, dass Ork auf Orkisch Krusch heißt? Großschwert. Stachel. Ordensschwert. 15.000 würde der kosten. Wäre sogar noch gesegnet. Und gibt maximal Lebensenergie plus 2. Krummschwert. Die varantische Version des Richtschwerts. Schwert wollen sie alle haben. So, Jäger, Bürger, Bürgerin. Hör bloß auf in der Scheiße. Bürger, Bürger. Ist das dein Ernst? Alchemist, was hat er? Nichts, was sie brauchen. Ich suche trotzdem noch immer unsere Freunde. Bürger. 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 Ist jetzt die Frage, kann ich einfach so zu Lee hoch? Wache, Wache. Noch ein Bürger. Halt! Kein Schritt weiter. Du hast doch Theodor zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Warum lässt du mich nicht zu Lee? Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Du hast es so gewollt. Ich will zu Lee. Ich bin ein Freund von Lee. Bleib stehen. Wo ist Lee? Immanuel? Kampfmagierrüstung? 85.000. Ich hätte doch lieber gerne Paladin-Rüstung, aber... Okay, weder Lee noch Gorn sind da. Obwohl die da sein sollten. Hat das einen Grund? Sind die einfach noch nicht gespawnt oder wie? Was willst du? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wo sind meine Freunde? Dazu bin ich noch nicht bereit. Wie jetzt? Bartaxt 2. Altes Schwert.
Moment, dazu bin ich noch nicht bereit. Werde ich hier der König oder was? Warst du in letzter Zeit mal in Gotha? Ja, kein guter Ort, um Handel zu treiben. Was hältst du von Gorm? Ein guter Mann, aber dumm wie ein Stück Brot. Ist Gotha sicher? Ja, scheint so. Aber was die Stadt dringend braucht, ist ein kluger Anführer. Wohin wirst du jetzt reisen? Wohin wirst du jetzt reisen? Ich werde hier bleiben müssen und mich um meine Geschäfte kümmern. Was sind das für Geschäfte? Das geht dich nichts an. Meine wunderschöne Frau würde sich allerdings gerne die Zeit mit ein paar Einkäufen vertreiben. Bring sie nach Faring und führe sie etwas herum. Aber pass auf, dass sie sich nicht zu gut mit den Leuten dort anfreundet, wenn du verstehst. Bring sie nach dem Einkauf dann wieder hierher zurück. Gut, endlich mal eine ganz neue Herausforderung. Bist du mal in Silden oder Geldern gekommen? Bist du mal nach Silden oder Geldern gekommen? Leider ja. Silden und Geldern sind Dörfer mit zwei Dorftrotteln an der Spitze. Ja. Was denkst du, wer wird den Krieg gewinnen? Oh, solange Sieger und Verlierer weiter mit mir Handel treiben, ist mir das eigentlich egal. Kennst du Torus? Natürlich. Ein guter Mann, sehr fortschrittlich und ein guter Handelspartner. Was kauft Torus bei dir? Holz für seine Lager. Sind Torus' Männer gut ausgestattet? Oh ja. Er hat sicher eine der bestausgerüsteten Armeen in ganz Myrtana. Und was kauft Lee bei dir? Gar nichts. Ich komme nach Vanguard, um mich zu erholen. Lass mich in Ruhe. Aber wo sind Lee und Gorn? Den einzigen Idioten, den ich hier bisher getroffen bin, den wir seit Gothic 1 kennen, ist Torus. Und ich mochte Torus noch nie. Halt! Kein Schritt weiter. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Ich wollte nur raus. Bist du der, der den Schnaps bringt? Nein, ich. Scheiße. Naja, mach's gut. Ich muss unbedingt mit Lee sprechen. Weißt du vielleicht einen Weg, wie ich zu ihm komme? Ich könnte es vielleicht für dich rausfinden. Viele von Lees Leuten lassen ihre Rüstungen bei mir reparieren. Danke, Mann. Ich komme dann später nochmal vorbei. Kommst du aus Faring oder Vanguard? Weder noch. Ich glaube, du könntest mir auch einen Gefallen tun. Ich will Schnaps aus Faring. Warum besorgst du ihn dir nicht einfach? Die Zeiten sind hart und man kommt nur schwer an Schnaps. Lee hat wegen der Kämpfe den Handel mit dem am Krieg beteiligten Städten verboten. Scheiße, ich habe schon seit Wochen keinen Schnaps mehr gesehen. Aber für dich gilt das Verbot nicht. Du kannst mir Schnaps aus Faring besorgen. Ich werde mich dafür auch ganz besonders anstrengen, für dich rauszufinden, wie du zu Lee kommst. Na, was sagst du? Okay. Okay, einverstanden. Hier, dein Schnaps. Innos sei Dank. Wenn du mal wieder hier vorbeikommst, lass ruhig noch ein paar Flaschen da. Was willst du? Wolltest du mir nicht? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Lass mich in Ruhe. Jakob, Was willst du? Ich dachte, du sagst... 285 brauche ich dafür. Warte mal. Klingenschaden 70, aber das macht 60. Benötigte Stärke 140. Altes Schwert. Aber es ist ein schönes altes Schwert. Den hier brauche ich dann nicht mehr. Also, warte mal. Besorge Informationen für die Diebesgilde. Töte Geralt. Ich glaube, wir haben keine Wahl, außer jetzt wirklich mal mit Torus zu reden. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Kümmere dich besser um deinen Kram.
Aber immerhin haben wir schon mal ein schöneres Schwert. Der sieht wirklich hübsch aus. Dann gehen wir mal weiter. Ich würde auch gerne mal die anderen Orte hier mal wiedersehen. Ubel? Hallo? Hallo. Los, verbeug dich gefälligst vor mir. Was? Wieso? Ich bin der Sohn von Roba dem Zweiten. Roba hatte keinen Sohn. Und woher willst du das wissen? Du warst wohl mit meinem Vater befreundet, was? Nein, das nicht gerade. Was machst du hier? Ich bin hier, um die Nachfolge meines Vaters auf dem Thron von Vengard anzutreten. Du bist ein Krieger Myrtanas und unterstehst somit meinem Befehl. Ich befehle dir also, Lee zu töten und mir seine Krone zu bringen. Lee zu töten dürfte nicht einfach sein. Was? Glaubst du etwa, du hast in der Sache eine Wahl? Los, kümmere dich sofort um diese Angelegenheit. Du gehst mir langsam auf die Nerven. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt bist du dran! Oh. Der angebliche Sohn von König Roba dem Zweiten. Mist! Da! Ja. Auch schlechter. Das hat er davon. Niemand legt sich mit mir an oder mit Lee. So, jetzt bin ich neugierig, ob hier auch sich irgendwas verändert hat seit Gothic 3. So, Sonnenkraut nehmen wir mit. Oh nein, die Gobos. So, Adea. Was höre ich da? Oh. Ja, für ihn habe ich jetzt gerade keine Zeit. Aber gut, dass man hier von den meisten Viechern noch wegrennen kann. Was ist hier passiert? Also, warum sind hier Fackeln? Das Ding war schon im Gothic 3 niedergebrannt, aber warum sind hier jetzt Fackeln angezündet? Warum sind hier so viele Gobos? Okay, Adea gehört immer noch den Menschen. Konz? Morgenstern? Altes Schwert? Bartaxt. Ah. So, Außenschwert will ich noch behalten. Da können wir noch bestimmt für irgendwas gebrauchen.
So ein Bürger. Pult. Hier steht nichts Neues. Schmieden ist verdammt anstrengend, weißt du das? Ja, da glaube ich. Ich klaue hier erstmal nichts. Hast du's? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich gehe mal zu Jacks Leuchtturm. Mädchen? Noch ein Mädchen? Jeder hat Probleme, ich auch. Hey? Hey. Oh, ein Krieger. Ich brauche dringend deine Hilfe. Das ist ja mal Worum geht's? Siehst du die hübschen Mädchen da drüben? Ich will sie beeindrucken. Das ist ja Und wie? Indem ich dich zu einem Duell herausfordere. Ich Verstehe. Hoffe, Verstehe. Ja, und du wirst verlieren. Ach was. Ja, wenn du gegen Wer mich verlierst, gebe ich dir auch ein Schwert, das schon seit Generationen im Besitz meiner Familie ist. Es ist sehr mächtig. Naja, ich weiß nicht. Bitte, vielleicht will mich eine von ihnen ja sogar heiraten. Das nimmt kein gutes Ende. Gut, ich helfe dir. Komm her! Aus Schaden wird man klug. Will ich überhaupt verlieren? Wir waren gerade am Reden. Ich habe das Duell gegen deinen Freund gewonnen. Ach, das ist kein Freund von mir. Aber du könntest mein Freund sein. Da, nimm das Schwert hier als Geschenk. Es ist mit Sicherheit mächtiger als das, was er dir angeboten hat. Er versucht mit dem Ding ständig Leute zu bestechen, dass sie Scheiße. Gegen ihn kämpfen und Tut verlieren. Langschwert erhalten. Ich bleib lieber bei dem alten Schwert. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Aber, nee, ich möchte nicht ihr Freund sein. Ich wollte jetzt gucken, ob Jack noch da ist. Da ist auf jeden Fall jemand. Mehrere. Lass mich in Ruhe. Was willst du? Wo ist Jack? Gustav? Du siehst sauer aus. Das bin ich auch. Ich stehe im Dienst von Ardea, aber werde ich deshalb respektiert? Nein. Wo liegt denn das Problem? Ich bin zum Dienst auf diesem Turm eingeteilt. Ich soll ihn bewachen und nach Schiffen Ausschau halten. Das ist ein wichtiger Job. Aber jedes Mal, wenn ich auf den Turm steige, klauen so ein paar Spaßvögel irgendwas von dem Zeug hier. Wenn ich diese Dreckskerle erwische, dann mache ich sie platt. Hey Mann, kannst du mir nicht helfen, diese Penner loszuwerden? Ich gebe dir dafür auch einen Zauber. Was ist das für ein Zauber? Wenn du den Zauber anwendest und demjenigen danach eine Frage stellst, wird er sie wahrheitsgemäß beantworten. Hört sich ganz nützlich an. Verstehe, ich bin dabei. Verstehe, gut. Ich kümmere mich um diese Spaßvögel. Nimm dich der Spaßvögel an. Aber wo ist Jack? Das war doch sein Leuchtturm. So, dadurch haben die Spaßvögel jetzt nichts mehr zu klauen.
Na, aber ernsthaft, wo ist Jack? So, Sonnenkraut nehme ich mal mit. Mark? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ich vermisse meine Freunde hier wirklich. Lass mich. Na ernsthaft, ich vermisse meine Freunde. Kaptun. Da sind jetzt Orks stationiert, okay. Hier war doch auch Redok. Ist Redok immer noch da? Also muss noch da sein. Also wir sind aber noch von den Rebellen bedingst oder nicht mehr. Hier sind Wölfe. Was ist hier passiert? Wenn ich jetzt drauf gehe, ist eher wenig. Nee, da Probleme gespeichert. Was ist aus Redok passiert? So nicht. Hier steht was über Alchemie. Ist das gleiche mit Okara und Nemora passiert? Aus dem Weg? Einfach ein Lager von Wildtieren, Snappern und Golems. Das war schlau. Und hier? Hier sind auch noch Gobbos. Erstmal Pause machen. Du solltest jetzt gehen. Kümmere dich besser um deinen Kram. Paladine, sind das Speer oder Verräter? Gibt's hier noch jemanden?
Ja, krass. Du musst weiter. Gibt's hier noch einen Anführer oder so? Hier steht was über Alchemie. Da haben wir jemanden. Krieger. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig, und so soll es sein. Ah, interessant. Okay. Ich komme hier jetzt gerade nicht wirklich Was ist das denn für ein Gebäude? Das war ja vorher auch nicht da. Das ist neu. Das wurde vielleicht im Nachhinein errichtet. Das Lager kenne ich ja noch. Hier ist auch noch ein Paladin. Ich denke gerade nach. Paladin-Söldner? Das war mal... Hä? Das ist meine Meinung dazu. Worauf wartest du dann noch? Wir sollten den Mauer der Direktion erteilen. Als ob wir nicht schon genug Morras hätten. Okay, gucken wir mal, ob hier oben noch jemand ist mit einem Namen. Beziehungsweise die Heilpflanzen nehmen wir mit. Hier fehlen ein paar Zelte. Krieger. Gas. Du musst weiter. Ich brauche Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Ah, okay. Hier kann ich gegen die Leute kämpfen. Hier ist die Arena. Warte mal, ist das da Varrant? Das ist schon Varrant. Warte mal. Überlebe ich das? Nein. Ich habe aus Versehen das Falsche gedrückt. Ich wollte springen. Und habe aus Versehen Leertaste gedrückt. Weil ich springen wollte. Ich wollte nach Varrant rüber schwimmen. Wohl, das könnt ihr vielleicht sogar noch schaffen. Ich sag mal nichts zu. Ich springe nicht noch einmal. Ich gucke mal, ob es hier noch jemanden gibt. Ein Pult auf jeden Fall. Hier steht nichts Neues.
Ich glaube, wir haben wirklich keine andere Wahl, als zuerst mit Torus zu reden. So, hier haben wir keine Mission mehr. Hier haben wir keine Mission mehr. Reles, die Rüstungsteile des geheimnisvollen Fremden und sprich mit Torus über die Überfälle auf Geldern. Nemora haben wir nichts. Okara haben wir nichts. Hier, der Meistbietende erhält den Trank. Ein guter. Anok benötigt Gorns Hilfe, findet das Gold von Ulvas Mann, tötet die Deserteure. Töte Gerrel, besorgt Informationen für die Diebesgilde. Vanguard, Hubertus Frau will in Faring einkaufen. Und der nimmt dich der Spaßvögel an. Redok haben wir nichts. Kapdun haben wir nichts. Ja gut, gehen wir erst einmal zurück nach Montera. Das ist meine Meinung dazu. Und dann überlegen wir uns, welche Seite wir uns anschließen. Obwohl, eigentlich will ich Gorn anschließen, aber dann überlege ich mir mal, wie ich das weitermache. So, die Mana-Pflanze nehmen wir mal mit. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Skills verteilen. Okay, wahrscheinlich aus der Höhle kommen die Wölfe. Nee? Kleine Wolfshöhle, die sind aber dann wahrscheinlich irgendwo da oben. Da oben. Das sind Wargs, keine Wölfe. Da sind Orks. Freund oder Feind? Theo. Hallo? Hallo. Ah, ein Schwert. Hol das Ding bloß nicht raus. Was ist denn mit dir los? Ich habe eine scheiß Angst vor allem, was scharf ist. Und mir gefällt es gar nicht, wie dein Schwert da rumbaumelt. Was machst du hier? Ich versuche, mich aus dem Staub zu machen. Mit meiner Angst tauge ich nicht als Soldat. Aber jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, wollen die Ork-Anführer, dass ich wieder zum Dienst antrete. Ah, beweg dich doch nicht so viel. Und wo willst du hin? Ich will zur Sumpfkrauthütte an der Küste, bei Kapdun. Kannst du mich vielleicht dahin bringen? Ich gebe dir dafür auch den Schlüssel für meine Truhe. Da sind all meine Schwerter und Speere drin. Ich brauche sie nicht mehr. Okay, folge mir. Folge mir. Theo wird weggebracht. Wo finde ich die Sumpfkraut-Dings? Bei Kapdun irgendwo, eine Sumpfkrauthütte. Ein Ork, der Angst vor Schwertern hat. Auch interessant. Der interessanteste Ork war aber meiner Meinung nach immer noch aus Skyrim, der Feinschmecker. Ist das die Sumpfkrauthütte? Nützlich, Morra. Nein? Ist das die nicht? Was werden die Sumpfkrauthütte? Das da?
Wo ist denn die Sumpfkrauthütte? Theo braucht Hilfe. Theo hat genug vom Krieg und Waffen. Er will, dass ich ihn zur Sumpfkrauthütte bringe, die sich unterhalb von Kap Dun am Strand befindet. Ah, okay. Unterhalb von Kap Dun. Also müssen wir hier durch? Wollte schon sagen, läuft er noch hinterher oder nicht? Hier gab es auch irgendwo einen Weg nach unten. Hier. Ich glaube, das ist die Sumpfkrauthütte. Ich ruhe mich aus. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Ein schönes, warmes Feuer. Mach dich nützlich. Verschwinde! Erstmal Pause machen. So, da wären wir. Hier hast du den Schlüssel. Die Truhe steht im Turm von Montera. Ah, bleib mit dem Ding weg. Im Turm von Montera, okay. Okay, interessant. Hier ist eine Sumpfkrauthütte. Wo Orks und Menschen zusammen kiffen. So. Ich speichere einmal, bevor ich weiter reingehe. Mist. So, kann ich da knacken? Abgebrochen. Mist. Nehme ich mal mit. Einmal kurz speichern. Wir sollten ja Leute sein, die wir erledigen müssen. So nicht. Okay, was will mich angreifen? Sollten hier nicht Dings sein? Zu schwer. Ich glaube, ich gehe mal doch lieber von hier. Den hatten wir schon, aber da lag doch irgendwas anderes noch. Rostige Streitaxt.
Ja, gut. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.